im Wald verloren haben. Steht da dein Name drauf? Nee, die sind doch nummeriert. Das kann man doch zurückverfolgen. Die werden jedes Rezept überprüfen. Und die haben unsere Fingerabdrücke an der Gondel. Wir hätten das nicht tun dürfen. Was sind wir nur für Eltern? Nein, Doris, wir sind keine schlechten Eltern. Wir hatten einfach Pech. Pech. Pech! Das war unverantwortlich von uns. Es ist unverantwortlich, hier zu bleiben. Wir beide wollten doch immer, dass die Jungs in Freiheit aufwachsen. Wir hätten unsere Kinder beinahe umgebracht. Aber wir hatten doch einen Traum. Ich habe dir vertraut. Unser Traum? Weißt du was? Ich träume. Seit Wochen fast jede Nacht. Ich träume davon, dass sie mir die Kinder wegnehmen. Mein Bruder haben sie ins Zuchthaus gesteckt, da war der 14, weil der abhauen wollte. Als er wieder rauskommt, war der dann keine Sehne. Genau wegen dieser Scheiße wollen wir doch auch weg hier. Was denkst du, was sie mit uns machen? Wahrscheinlich lassen sie uns gleich komplett verschwinden. Bitte stecken sie ins Heim. Ich will meine Kinder nicht. Also wir wissen jetzt, dass der Ballon funktioniert. Er ist geflogen. Warte mal, du hast gerade gesagt, der Ballon könnte Feuer fangen. Und wenn das Gas ausgeht, dann stürzen wir ab. Gibt's da irgendwas, was mich beruhigen könnte? Naja, die können uns nicht abschießen. Dafür sind wir zu hoch. Sagst du einer Frau mit Höhenangst, ich steig noch nicht mal ein Riesenrad. Petra, wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich. Das Problem ist, sie haben mich eingezogen. Ab wann? In 6 Wochen. Dann darf er noch nicht mal an den Wochenenden raus. Dann müssen wir ihnen Gas geben. Ich kann doch nicht 6 Wochen lang jede Nacht durchnähen. Günther, die Stasi ist hinter uns her. Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben. Früher oder später kriegen die uns. Also gut. Ich könnte mich krank schreiben lassen. Dann kriege ich das Ding vielleicht in 6 Wochen genäht. Aber die Chance, dass wir dann auch noch den richtigen Wind haben, ist gleich null. Notfalls müsst ihr dann ohne mich abhauen. Ich gehe doch nicht ohne. Petra, ich muss mich am 16. in der Kaserne melden. Wenn ich da nicht auftauche, holen sie mich ab. Wenigstens wärst du und die Kleinen dann drüben. In Sicherheit. Du siehst vielleicht deine Mutter noch mal. Aber ich kann das nicht ohne dich. Verdammt nochmal. Warum können wir diesen Gasdruck nicht halten? Weil uns die scheiß Gasflaschen immer einfrieren. Bis wir sie im Heizen. Wir können ja wohl schlecht eine Heizung anschließen. Mir fällt langsam echt nichts mehr ein. Du bist mit deinen Gedanken auch ganz woanders. Meinst aber nicht klarer, oder? Doch, meine ich. Mensch, Frank, uns steht das Wasser bis zum Hals. Ich kann doch wohl ein... Nee, kannst du nicht! Ihr Vater ist bei der Stasi, verdammt nochmal. Da kann sie doch nichts dafür. Du wirst sie nicht mehr treffen. Hast du mich verstanden? Damit fliegen wir in den Westen. Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen? Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken. Meter weiter und die wären drüben gewesen. Die werden sich schön in den Arsch gebissen haben. Den gesamten Umkreis von 500 Metern absuchen. Ich will, dass auch der kleinste Fetzen dokumentiert wird. Die Medikamente. Und die haben unsere Fingerabdrücke an der Gondel. Wir hätten das nicht tun dürfen. Günther, die Stasi ist hinter uns her. Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben. Mach mal einen Ballon bauen. Wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich. Eine Familie wollte in einem Geschäft 200 Meter Taft kaufen. Die fangen an, Fehler zu machen. Ihr Vater ist bei der Stasi, verdammt nochmal. Du wirst sie nicht mehr treffen. Wir bauen das Ding jetzt einfach schnell fertig und dann nix wie weg hier. Peter, was ist dein Papa vom Beruf? Mein Papa ist Näher. Was näht er denn da? Ich nicht sagen. Aber mir darfst du doch alles sagen. Das schaffen wir doch nie. Können wir kurz reinkommen?
Die überprüfen die Rezepte. Das Risiko ist zu groß. Wir wollten doch immer, dass die Jungs in Freiheit aufwachsen. Versprich mir, dass den Kindern nichts passiert.